Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. Folgende Exponentialaufgabe, die wir hier sehen. Ein Kapital von 1000 Euro wird mit 8% verzinst. Und jetzt wollen wir wissen, also mit 8% Zinsen angelegt. Und jetzt wollen wir wissen halt, wie lange es dauert, bis sich dieses Kapital verdoppelt. Das ist Aufgabe A. Und dann Aufgabe B, naja gut, da kümmern wir uns nachher drum. Aber jetzt erstmal Aufgabe A. In welcher Zeit verdoppelt sich das Kapital? Das ist jetzt also die spannende Frage. Ja? Das heißt, wenn wir uns jetzt mal um Aufgabe A kümmern, schauen wir uns mal genauer an. Wir haben ein Kapital. Die allgemeine Formel lautet ja, das Kapital nach n Jahren ist das Kapital, das wir zu Beginn haben, also das Startkapital K0, also nach 0 Jahren K0, multiplizieren wir mit dem Faktor 1 plus P Hundertstel, das ist halt eben die Prozentzahl, ne? 1 plus, wenn es jetzt 8% sind, dann haben wir halt 8 Hundertstel, also 8% halt eben. Und das Ganze hoch eben die Anzahl der Jahre. Ja, so die allgemeine Formel, so lautet sie ja. Und mit dieser allgemeinen Formel müssen wir jetzt einfach rechnen. Das ist immer die Frage, wonach ist jetzt gefragt, was ist gegeben? Das Kapital nach n Jahren soll, also das Anfangskapital, das Anfangskapital war 1000 Euro. 1000 Euro. Und das soll ja am Ende nach n Jahren, wir wissen nicht wie vielen, aber es soll verdoppelt werden. Das heißt, doppelt so viel, das wären dann 2000 Euro. Ja? Auf 2000 Euro wollen wir kommen und die Frage ist, wie lange dauert das? Naja, der Faktor ist 1 plus 8 Hundertstel sind, wenn wir es zusammennehmen, 1,08. Ja, bei 8% 1,08, bei 12% 1,12, bei 7% 1,07 und so weiter. Hoch n. Naja, und das n müssen wir halt eben irgendwie noch rauskriegen. Wir wollen wissen, wie viele Jahre das sein müssen. Naja, was müssen wir jetzt erstmal machen? Wir müssen auf diesen Term hier ganz umrechnen, sodass wir dann auf den n-Term alleine kommen. Jetzt ist aber noch mal 1000, die müssen wir wegkriegen. Also teilen wir natürlich durch 1000 Euro. Ja, und jetzt mache ich das so, jetzt haben wir etwas auf der linken Seite stehen, etwas auf der rechten. Der Term, den wir suchen, da ist unser n, den schreibe ich immer auf die linke Seite. Also 1,08 hoch n gleich, naja, wenn wir 2000 Euro durch 1000 Euro teilen, Euro durch Euro, das heißt die Einheit fällt weg, 2000 durch 1000 ist einfach nur 2. Ja, jetzt wollen wir auf unser n kommen, ne, also nochmal. Eigentlich, wenn man es normal gerechnet hätte, hätte man die 2 auf der linken Seite und das hätte man auf der rechten Seite. Aber grundsätzlich sollten wir uns angewöhnen, dass wir die Größe, die wir suchen, um die es uns also auch tatsächlich geht, auf die linke Seite schreiben. Dann kann man die jetzt schon mal tauschen. Naja, jetzt wollen wir also auf die Hochzahl kommen. Das heißt, auf die Hochzahl, wir erinnern uns vielleicht, da kommen wir immer, indem wir einen Logarithmus nehmen. Zum Beispiel den ln. Das heißt, der Logarithmus von linker Seite, 1,08 hoch n gleich der Logarithmus von rechter Seite, ln von 2. Und dann erinnern wir uns an die Regel, dass wir, wenn wir den Logarithmus von einer Potenz haben, dass wir den Exponenten als Faktor nach vorne holen können. Also hätten wir n mal ln von 1,08. Ja, und auf das n selbst kommen wir dann, indem wir sagen, wir teilen durch den ln von 1,08. Ja? Der kommt hier weg, auf der linken Seite wird nur noch n stehen, gleich. Und diese ln von 2 wird ja dann geteilt durch ln von 1,08. Und wenn wir das machen, dann haben wir ziemlich genau die Zahl 9. Also 9,00 und dann noch irgendwie ein paar zerquetschte. Also, wir wissen also, nach 9 Jahren hat sich das Kapital von 1000 Euro dann verdoppelt eben auf 2000 Euro. Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen.